Hi Leute und herzlich willkommen. Heute möchte ich mir mit euch mal die Slags anschauen. Die Slags waren vor dem Krieg im Grunde eine Miliz, die sich im Keller ihrer Farm vor den Bomben versteckte. Dieses Ereignis wird in der Geschichte der Slag als The Sealing, also das Versiegeln, bezeichnet. In der Zeit unter der Erde in ihrem selbstgebauten Bunker mutierten die Slags und ihre Körper wurden immer mehr an das Leben unter der Erde angepasst. So sind vor allem ihre Augen nun extrem lichtempfindlich geworden, was es ihnen ermöglicht, problemlos in tiefster Dunkelheit sehen zu können. Tagsüber können sie allerdings die Oberfläche nicht mehr betreten, da das grelle Tageslicht in ihren Augen schmerzt und diese eventuell sogar schädigen kann. Und selbst nachts ertragen nur wenige von ihnen den Gedanken, dass sich ein endloses schwarzes Nichts über ihren Köpfen befindet. Und so bleiben sie stets lieber unter der Erde und sind unter ihrer Farm mehr oder weniger gefangen. Ihre Population hat seit dem Krieg allerdings stetig zugenommen und sie können nun nicht mehr alle ernähren. Aus der Not heraus errichten sie deswegen über ihren Köpfen an der Oberfläche eine kleine oberirdische Farm. Die in der Nähe lebenden Stadtbewohner wussten nichts von den Slag, die unter der Erde wohnen. Und da die Farm aus ihrer Sicht wie aus dem Nichts erschien und auch nur nachts bearbeitet wird, werden die Bewohner immer neugieriger und sie schicken immer öfter Leute, um die Farm zu erkunden, können aber niemanden finden. Darum übernehmen sie die augenscheinlich verlassene Farm. Das finden die eigentlich friedlichen Slag natürlich nicht besonders gut. Sie wollen diese Besucher, von denen sie sich überaus belästigt fühlen, loswerden. Daher kam sie auf die Idee, sich selbst mit Hilfe von biolumineszenten Pilzen, die in ihren Höhlen wachsen, als Geister zu verkleiden, um die Besucher zu vertreiben. Und so bekam die Farm schnell den Spitznamen Ghost Farm, die Geisterfarm. Als das nicht reichte, bauten sie aus Brahmin-Schlachtabfällen und Schaufensterpuppen falsche Leichen und pfählten sie überall auf ihrer Farm, was die neuen Oberflächenbesitzer der Farm in die Flucht trieb. Die Bewohner Maddox gehen nun aber davon aus, dass irgendjemand oder etwas die neuen Bewohner der Farm getötet hat. Und so entstehen angstgetriebene Aggressionen zwischen Maddox und den unbekannten Geistern der unheimlichen Farm. Das auserwählte Wesen kann es allerdings schließlich schaffen, die Bewohner von Maddox mit den Slag bekannt zu machen. Und die beiden beginnen sogar eine gute und produktive Nachbarschaft, von der beide Seiten profitieren.